Hallo und willkommen zurück. Ich muss mich gerade mal kurz orientieren. Ich hatte die letzten Folgen so ein bisschen am Stück aufgenommen und habe jetzt wieder eine Pause gehabt. Deswegen weiß ich nicht, wo wir waren und wo nicht. Wir haben die beiden jetzt bei uns. Ich kann mich gerade überhaupt nicht an den Raum erinnern. Gott, schlechtes Gedächtnis. Ah, doch, Moment. Genau, hier war so ein, steht da was an der Wand? Das ist spiegelverkehrt. Ich kann auf jeden Fall Mercer lesen. Ha! Habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Ich kann... Hat jemand mal einen Spiegel für mich? Ich kann, es ist ein O, One oder... Doch, ich glaube schon, One. Es... Hä? Keine Ahnung. Wenn ihr es entziffern konntet, sagt mir Bescheid, schreibt es mir in die Kommentare. Wow, du hast irgendwie sau dunkle Augen. Gruselig. Ich wusste gar nicht, dass man so glubschig dunkle Augen hat in dieser Rüstung. Das ist ja gruselig was. So, dann müssen wir wohl jetzt hier durch. Oh, natürlich. Ja, klar, zweimal. Das tut besonders gut. Ich mach das extra, damit halt die anderen zwei da nicht reinlaufen. Ich hab meinen Kaffee vergessen. Ach, und noch mehr. Ach ja, richtig. Da ist ja dieses... Der Centurio-Dings da zum Leben erweckt. Ah, wir können natürlich versuchen, da drum rumzuschleichen, oder? Probieren wir das mal. Ich gehe erstmal dahin. Button, was macht ihr denn? Deaktiviert das Ding. Damit könnten wir vielleicht die Farmer ablenken, während wir weiterschleichen. Ja, nur dass meine Kumpanen nicht so gut im Schleichen sind. Aber wenigstens ist diese Centaurio-Ding tot. Ach Leute, ihr seid ja irgendwie gerade leicht in Bedrängnis und ich bin tot. Schön. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Und vielleicht schaffen wir es ja mit dem Vorbeischleichen. Das würde mich sehr freuen. Wie blöd kann man eigentlich sein? Nein, ducken. Sure's bones. Look at that monstrosity. It's a dwarven centurion. Very tough and very deadly. Yeah. We can take the beast on or sneak around. It's your call, lad. We're right behind you. Tough und deadly. Nicht nur das Ding. So Leute, kommt man hier hinter? Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ups. Brynjolf. Komm, Felix, her. Du verrätst uns doch nur. Greift er schon an?
nicht, wo er ist. Shit. Ich aktiviere das ganz einfach. Okay. Ich glaube, das lief ganz gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum diese Farmer uns nicht gesehen haben diesmal. Weil die waren direkt neben uns, aber wahrscheinlich sind sie sehr kurzsichtig. Den Bogen. Ich denke, den da oben muss ich abschießen. Oder ich will ihn einfach abschießen. Ich flüstere zu. Uah, ich aus der Deckung rausgehen. I heard something. Ah, wenn der so blitzt, sehe ich nichts. Ja, jetzt haben wir alle aufgeschreckt. Blöd. Schafft er den? Ich kümmere mich mal um den da oben. Ups, falsch. Ich dachte, der Pfeil wäre jetzt drüber gegangen. Ach, ich drücke da und falsch. Nein, das wollte ich nicht. Hey, das war doch ein toller Kopfschuss. Das sollte viel mehr Schaden geben, finde ich. Shit. Ich werde gerade von Pfeilen beschossen. Das finde ich nicht so lustig. Items. Healing, Healing. Muss reichen. Oh, nein, ich habe nicht aufgepasst. Ach, so ein Mist. Wieso habe ich so Probleme mit dem Typen? Ich hasse die Viecher. Ich werde gerade mal meine Waffen wieder ein bisschen aufladen. Und dann, ich schleiche mich jetzt komplett durch. Das ist ja doof sonst. Oh, ja. Shore's bones. Look at that monstrosity. It's a dwarven centurion. Very tough and very deadly. We can take the beast on or sneak around. It's your call, lad. We're right behind you. Kalaya ist mal ein bisschen schneller als der Spaniel.
Der hängt immer irgendwo fest. Ich weiß auch nicht, was er treibt. Aktivieren. Und wieder außenrum. Obwohl ich natürlich ganz gern mal gucken würde, was der Zwergen-Centurio da bei sich hat. Hey, Skiwe, bleib stehen. So. Speichern. Und dann weiß ich nicht, wo ich eigentlich lang soll. Da oben drüber? Ist eigentlich der einzige Weg. Kommen wir dahin? Wir müssen doch darüber. Da waren wir. Mal und dann bin ich nicht bei den Spinnen gestorben. Speichern. Ich muss mal die Ansicht wechseln. Wo ich noch nicht so ganz weiß, was ich besser finde. Ich hatte oftmals das Gefühl, dass ich in der ersten Person besser kämpfen kann. Mittlerweile nicht mehr so. Also nicht mit Zweihandwaffen. Witzigerweise. Ich treffe auch nicht mehr. Sag mal, Leute, könnt ihr mir mal helfen? Ich trinke ja schon alles, was ich habe. Ich geh jetzt da rein. Komm her, wenn du was willst. Who's there? I'll give no quarter. Shadows take you! Spinnen. Darkness consume you! Dieser Boden, der leuchtet auch ein bisschen sehr krass. Müsste ich vielleicht bei Gelegenheit mal dieses Blooming ein bisschen runterstellen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Okay, bei dem probiere ich jetzt mal so einen Sneak Attack. Wenn die zwei anderen mich nicht verraten. Bleib da stehen, bleib da stehen. Der Tod lauert hinter dir. Das war gut. Ja, die Spinneneier können sie behalten. Ekliges Zeug. Und jetzt? Komm ich da hoch? Hab ich irgendwas übersehen? Ja. Ja, die Tür habe ich übersehen. This is where we saw Mercer. We must be getting close. Okay, wir nähern uns. Autosave, gut, da muss ich nicht machen. Ich höre eine Spinne.
Eine Zwergenspinne. The stench. This place reeks of Falma. This must be their home. We'll have to keep silent if you want to avoid them. Well, enough then! Let's end this! Just as I was getting warmed up. Okay. Da geht's runter. Ey, schieb mich doch nicht so, Idiot. Kann mal gucken. Oh, das muss ich knacken. Versuche ich gleich mal. Und hier haben wir noch ein paar Überreste. Nichts Interessantes. Habe ich überhaupt noch welche? 4 Stück. Eine Gabel. Ist auch nichts. Okay. Oh, sie haben mich schon gesehen. Da war ich zu spät. Ach, wieso kriege ich das nicht hin? Ein Level up. Diesmal mache ich Stamina. Na. Das ist Zwergenarme. Ich muss immer gerade gucken. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, die leichte. Elfenarme. Versuche ich das mal. Können wir bei Gelegenheit mal ein bisschen schmieden? Wobei, eigentlich muss ich das ja gar nicht so dringend. Dadurch, dass ich jetzt diese schöne Diebesgilde-Rüstung habe, wäre es eigentlich blöd, da jetzt was anderes anzuziehen. Ja, doof. Ein verschwendeter Punkt, aber egal. Vielleicht werde ich trotzdem mal was schmieden. Das sieht sehr gesund aus. Das war mal ein Dieb. Seine letzten Worte, die lesen wir jetzt noch. Niemand dachte, dass sie real wären, aber ich habe sie gesehen. Die Augen der Schneeelfen. Die Zwerge dachten, sie hätten sie von den Farmern genommen. Aber sie selbst wurden reingelegt. Eine Statue gebaut, heimlich bei den Soll ich das alles übersetzen? Es ist schwierig, das zu übersetzen. By the secrets by the slave, the eyes burn into you and I see them even now. Srafa escaped through the collapsing tunnel, but he'll never escape what we've seen.
Man will never believe him, and he'll be driven mad by the knowledge that he'll never see them again. But I may yet see them again before I die. The eyes of the snow elves. Was es damit auf sich hat, ich weiß es nicht. Vielleicht sehen wir das, erfahren wir das schon in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.